Gutes Spiel ist es immer noch. Wenn man an den Devs was kritisieren möchte, dann deren altes Game, dass die ihm was? EA sterben lassen. Ach, bei was? Im EA sterben lassen haben. Oder dass die sehr unerfahren sind. Die haben ihre Versionshistory auf USB-Stick gesichert. Ja. USB-Stick gesichert. So, wir haben 3 Milliarden Missionen. Ach du Scheiße. Das Portal habe ich oben aufgemacht und da war sonst nichts mehr. Ich muss immer noch 12 Wolfsfälle abziehen. Das kann ich ja jetzt. Der Dieb ist zum Hafen gerannt, aber dort ist er entwischt. Die Miliz hat das Hafenviertel durchsucht. Da war hier hinten diese, diese Halle. Banditen in Jacks Leuchtturm. Dafür bin ich noch nicht stark genug. Ja, das war irgendwas mit Orks. Den Ork muss ich besiegen. Genau, ich brauche die. Ich will nämlich Schmiedelehrling werden. Man muss eben aufpassen, was man Ach, Early Access, das war das Wort. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Lass uns mal abwarten. Feral hat aber auch einen ansteckendes Gameplay-Loop. Das muss man denen lassen. Gerade für einen Early Access bietet das schon echt viel Spielzeit, wie man so hört. Man muss auch sagen, es ist ja ein Game von japanischen Entwicklern. Und Japaner, die haben schon ihr Händchen für so Spiele. Also das kriegen die hin. Ja, ich habe ganz viele Waffen, die ich nicht benutzen kann. Weil ich ein Schwächling bin. Mit 26 Stärke. Und ich glaube weiterhin, dass da hinten der Dieb oder so ist. Ich brauche ja den... das war Spring. Das hat nicht gut geklappt. Hä? Ich bin ganz deiner Meinung. Warum liegt hier ein Trank auf dem Dach? Das gibt doch nur noch mehr. Wird sich das jemals ändern? Ist halt die beliebte Survival-Gameplay-Loop, die schon süchtig macht. Plus die Pokémon-Sammelsucht. Sagen wir ehrlich, was? Es ist arg mit anderen Dinos. Ganz, ganz kurz die Frage. Das ist aber, du spielst, du kannst es auch alleine bei dir spielen, oder? Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den aufständischen Bauerschaften in den umliegenden Gebieten strengstens untersagt. Das war doch schon vorher klar. Glaubst du wirklich? Nee. Ich komme so da nicht drauf. Er sollte lieber den Mund halten. Das war da, wo man sich boxen konnte. Mein Mann sieht das anders. Hä? Okay. Ich glaube nicht, dass das gewollt war. Er redet einfach zu viel. Am 15.03. kommt Outcast 2 raus. Bin mal vorsichtig gespannt. Das war das Spiel, von dem ihr mir erzählt habt, ne, was ich nicht kannte. Er arbeitet auch den ganzen Das hätte ich dir vorher sagen können. Das weiß doch inzwischen jeder. Ist das so? Ach so, ja, ich bin natürlich ein Idiot. Ich hätte einfach hier aufs Dach laufen können. Upsala. Das ist mal wieder typisch. Nee, hier gibt's keinen Weg rein. Ein Bogen, der ist zum Hafen gelaufen, aber... Wo ist die Frage? Kann ich da schwimmen?
Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Speichern mal und schwimmen aus dem Meer hinaus. Ja, nö. Wahrscheinlich ist das dann direkt tot, oder? Kommt dann ein Hai, der mich frisst? Ist der Kraken da? Der Kraken? Meine Lebensenergie sinkt, oder? Sinkt meine Lebensenergie? Nee. Ich bin einfach nur doof. Ich glaube, dass das so aussieht, aber es ist nicht so. Wir schwimmen mal. Wir schwimmen zu diesem Boot. Wisst ihr, womit ich schlag mich gerade wieder mit Fiverr rum. Zur Logo-Erstellung fürs Unternehmen. Es ist traumhaft. Einfach nur traumhaft. Wenn man kein Vermögen für Sachen ausgeben will. Das ist ein Boot. Aber wessen Boot? Das ist ein Fisch. Aha. Hallo. Oh Gott. Ich hänge fest. Ich weiß nur nicht wo. Und warum? Ich bin mir zu schüchtern für sowas. Wieso zu schüchtern? Beschreibst den Leuten, was du haben willst. Am besten so detailliert wie möglich. Und dann machen die das. Du musst ja nicht mit denen reden. Okay, wenn da auf dieser Insel nichts Gutes ist, dann bin ich traurig. Ja, aber ich bringe es dann nicht übers Herz, ihnen zu sagen, wenn mir was nicht gefällt oder so. Ach so. Ja. Also, so richtig gar nicht gefallen ist auch eher nicht so häufig. Wenn du es richtig machst, buchst du etwas, wo du unendlich Revisionen hast. Das heißt, solange dir das nicht gefällt, gefällt dir das halt einfach nicht. Und dann möchtest du eine Änderung haben und eine Änderung haben und eine Änderung haben und eine Änderung haben. Oh! Alligator ist da. Okay. Dann nicht. Hey. Der hat nichts Neues mehr. Das ist doch alles nur Gerede. Komm später noch mal wieder. Ja, ich weiß. Das ist eine Hausfrau. Ist ja richtig was los hier. Warte mal, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich habe so einiges gehört. Gegen den kann ich noch nicht gewinnen. David ist nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Was den Ork vor der Stadt angeht. Ja? Mach dir über ihn keine Gedanken. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Okay. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe, um ehrlich zu... Das kennen wir schon.
Das kennen wir schon. Hey! Man lass mich einfach in Ruhe, okay? Wird sich das jemals ändern? Okay. Nagur mag mich nicht. Das war doch klar. Okay. Check. Was stehst du hier draußen rum? Geh rein und triff dich mit der leidenschaftlichen Nadja. Dieses heiße Geschöpf der Nacht. Nadja. Bromor, hallo. Das war doch klar. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Wenn ich es echt mit eigenen Augen gesehen hätte. Okay. May I tell you something? Was denn? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Ich weiß nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Was ich glauben soll. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich denke mal, dass ich die irgendwann alle an einem Ort finde, ne? Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Vorsicht bei Nadja, du kannst sie nur einmal. Okay, warum? Weil sie mich dann umbringt oder weil sie dann spürt? Denn 50 Goldstücke. Ich kann das nicht glauben. Später. Also jetzt gerade habe ich nicht genug Geld. 110 will ich nicht ausgeben, nur um mich mit Nadja zu amüsieren. Ja. Hey, du. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Immer wieder das Gleiche. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Okay. Hast du dir das nicht mit dem Quicksave angeguckt? Nee, habe ich nicht. Ich bin ganz deiner Meinung. Gott, wie sage ich das ohne Spoiler? Gar nicht am besten. Einfach gar nicht sagen. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Aha. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. In welche Richtung ist er gelaufen? Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Ins Hafenbecken? Warte mal. Zeig mir deine Ware. Wow. Okay, er ist ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Ich bin ganz deiner Meinung. Das ist doch klar. Das ist aber nicht die Tür da hinten, oder? Und nein, ich habe mir das nicht mit dem Quicksave angeguckt. Steht nix. Muss man mit Modden oder so. Wie ein Geist aus der Flasche, bei dem man nur einen Wunsch frei hat. Das stelle ich mir komisch vor. Bist du der Dieb? Farim? Hey, du. Du bist Fischer?
Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Weil du nach Fisch riechst. Nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Okay. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Diesen Typen? Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Okay. Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Dazu ist er schon zu lange weg. Ich fürchte, dass ich seine Leiche irgendwann aus der See fischen werde. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Okay. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Okay. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Okay. Ich glaube, man muss in der Gothic Inni was ändern, damit QuickSave geht. Bestimmt, aber habe ich mir nicht angeguckt. Ich bin tatsächlich etwas sehr beschäftigt aktuell. War das total Backseat Gaming für mich gerade? Falls ja, sorry, aber sag es mir, dann mache ich das nicht wieder. Na, alles gut, Anni. Backseat Gaming gibt's bei mir kaum bis gar nicht. Ist das Diebstahl oder ist das okay? Na! Besser. Geht's hier hin? Mehr Hafen. So eine epische Musik, dabei gehen wir gerade auf dem Hafen hier. Und es ist sehr laut. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Okay. Wenn du das sagst, dann versuchen wir es auch gar nicht erst. Ich denke mal, das ist das Inquisitorenschiff. Das da hinten sieht nicht gesund aus. Da gehe ich auf jeden Fall auch nicht hin. Warum ist denn das so laut jetzt? Hast du YouTube angemacht? Nein, ich habe es an und wieder ausgemacht. Wie sieht's aus? Wenn du nichts Wichtigeres vorzubringen hast, verschwinde, Bursche. Entschuldigung. Warum seid ihr Paladine nach Korinnes gekommen? Das geht dich nichts an, Bursche. Für dich muss es reichen zu wissen, dass wir im Dienst der Innos und des Königs handeln. Okay. Wie kann ich Paladin werden? Diejenigen, die sich im Dienst der Innos oder des Königs würdig erweisen, werden erwählt. Das heißt im Klartext, nur die Besten werden genommen. Aber davon bist du noch sehr weit entfernt, mein Junge. Mhm. Okay.
Ja, das heißt wieder zurückrennen, ne? Weiterlaufen. Fange ich denn an? Also, kurz mal die Karte aufmachen. Wir könnten mal auf den großen Bauernhof gehen. Wenn ich da auf dem Weg nicht abgemurkst werde von irgendwas. Mal gucken. Nicht so sicher. Ansonsten. Ich vermute, der Typ. All denen, die seine Weisheit erkennen. Der Typ mit dem Bogen ist da ins Wasser gesprungen und hinten durch die Tür. Das vermute ich ja eigentlich. Ich wundere, aber wir könnten auch mal hier ins Wasser springen, weil die Dame meinte ja, dass er hier vorbeigelaufen ist. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Ich wundere. Machst du das denn schon wieder hier? Ich speichere aber vorher. Einfach um zu gucken. Nee. Nee. Also hier ist auch kein Weg durch die Tür oder so. Da schwimmt ein Rochen. Da ist eine Treppe. Es gibt doch nur noch mehr. Ich wäre mir da nicht so sicher. Hey! Ich habe mir das schon gedacht. Ich brauche deine Hilfe wegen der verschwundenen Leute. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich wäre mir da nicht so sicher. Alles nur Gerüchte. Glaubst du wirklich? Ich habe mir das schon gedacht. Lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Solange mich hier keiner ablöst oder wir mehr über die Vermissten wissen, kann ich hier nicht weg. Ach so. Wegen der verschwundenen Leute. Das hast du nicht gewusst. Das habe ich auch gesagt. Meine Meinung. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Davon lasse ich lieber Stefan aufpassen, was man so rumerzählt. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Er erzählt alles weiter. Hey, du bist ja immer noch hier. Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verpissen? Jetzt zeige ich dir, wer hier der Chef ist. Der hat ein sehr starkes Schwert. Und, ja. Hallo? Kacke.
Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Die Probleme habe ich kommen sehen. Mich würde schon interessieren, was dahinter ist. Ich habe so einiges gehört. Aber ich bin halt auch viel zu schwach dafür. Gleichzeitig weiß ich nicht, welche Mission ich anfangen kann, um weiterzukommen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Genau das habe ich erzählt. Das ist wirklich nicht so. Das hat er vorher gewusst. Der arme Kerl. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wenn er das noch sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Schwierig, schwierig, schwierig. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Ja, das kennen wir schon. Meine Meinung will ja keiner hören. Die habe ich geredet. Das ist die Wache. Das ist dieser kleine Bauernhof, auf dem ich war. Du schon wieder. Was ist denn Solange los? Wenn du in Korinnes bist, kannst du dich sicher fühlen. Ja, danke. Die Paladine des Königs wachen jetzt über alles Weitere kannst du mit Lord Andr. Dich hat keiner gefragt, Lothar. Ne? Danke. Hab mir jetzt Gothic 1? Okay.